What's up? Have a king size. Nice. Wir sind gerade in einem Second-Hand-Laden in Paris, eher wie so ein Pop-Up. Aber die Preise sind brutal gut. Oder Preise? Die Preise sind sehr gut. Ja, also das ist wirklich crazy, crazy, wie günstig das hier ist. Und es stinkt auch nicht so hier, wie es in einem normalen Second-Hand-Laden stinkt. Na, alt und vergammelt. Also irgendwie cool, aber ich weiß nicht zu 100. Also ich find die Hose cooler als das Sakko. Ich mag das Sakko auch nicht zu 100%. Zusammen 20 Euro? Ja. Was? Genau, also das hier ist der Laden. Diese junge Frau hat sich diesen Anzug gekauft jetzt. Das ist geil, aber diese geile Tasche dazu. Und Freunde, das ist meine Tasche, die ich dazu genommen habe. Wie geil ist denn das bitte? Das ist einfach die Tasche cooler als, dieses, als der Inhalt. Ja, hat sich doch gelohnt. Okay. Weiter geht's? Weiter geht's. Nächster Shop, Tom Greyhound. Richtig geil. Und ich habe jetzt hier eine Jacke an, die ich ziemlich cool finde. Einfach schwarz, aber mit einem schönen dicken Kragen und diese Stoffbesätze. Die ist mir ein Ticken zu klein jetzt, größer S. Aber vom Schnitt schon sehr nice. Ich finde, die steht dir sehr gut. Guck mal, mit der Jacke. Sieht schon cool aus. Halt J.W. Nicht. Anderson. Schon cool. Schon sehr cool. Was kostet die? 250. Eigentlich wird hier nur gegessen den ganzen Tag. Das ist auch das Beste. Ja. Sehr lecker. Die Madame hat eine Hose an, die mir zu eng war. Was sagen wir? Sieht schon richtig lustig aus. Tschüss! Zweite Variante. Die Möglichkeit ist diese, auch in einem dunkelbraun, aber in einem, was ist das, schon ein dunkleres Dunkelbraun, auch mit großem Schlag, aber auch ein bisschen festeres Material. Ja, und wirkt nicht ganz so extrem wie die andere. Finde ich cooler. Ja, finde ich auch cooler. Ja. Was kostet? 35. Wer hat gestern die Hotelzimmertür kaputt gemacht? Ich wollte nur zumachen. Guck mal, ich habe die zugezogen. Ich wollte nur gucken, ob das noch geht. Ja. Aber fehlt das einfach seine Kraft. Es hat einfach, ja, einfach erschlafft. Wunderschön. Wunderbares Wetter. Es ist Wochenende. Deswegen ist es heute wahrscheinlich auch sehr voll. Und es ist Fashion Week? Und es ist Fashion Week. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen sehen wir natürlich auch so fashionable aus, weil Fashion Week ist. Und ja, wir nehmen euch mit auf die Reise durch Paris. Wir werden hoffentlich viel erleben. Hoffentlich coole Leute sehen, coole Outfits. Und deswegen, ja, schauen wir mal, oder? Hier in Paris, beziehungsweise wahrscheinlich in Frankreich, gibt es halt keine Maskenpflicht mehr, anscheinend, so also in dem Sinne. Und manchmal schon, manchmal nicht. Schon ein komisches Gefühl, aber irgendwie wird man halt teilweise komisch angeguckt, wenn man noch eine Maske trägt. Also, oder? Also zumindest haben wir gesagt bekommen, in Restaurants gibt es keine Maskenpflicht mehr. Und jetzt sind wir bei so einer Ausstellung von Marine Serre. Und hier trägt auch die meisten Leute keine Maske. Deswegen auch wir jetzt ohne Maske.
Yannick stellt sich zu seiner neuen Freundin. Wir waren eben bei der Ausstellung, war super cool, aber wir haben euch auch noch versprochen, dass wir einen Outfit-Check machen. Wenn es jemanden interessieren sollte. Wenn es jemanden interessieren würde, richtig. Ich trage, von oben oder von unten? Von oben, ich wollte von unten sagen. Eine Supreme Shot NYC Lederjacke. Mit Schlangenleder? Schlangenleder? Ja, kein Schlangenleder. Also Schlangenledermuster. Leder mit Schlangen... Textur, Freunde, ja. Ein Vintage-70s Hemd. Die Textur des Hemdes, genau. Ja. Eine Bolo-Tie. Die ist auch sehr cool. Eine Western-Tie. Vintage auch gekauft, natürlich. Vintage-Hose, Freunde. 20er Jahre. Kurz, breit, hochgeschnitten. Okay, Freunde, da ist uns die Kamera ausgegangen. Wir sind bei dem The Cupid's Belt Gürtel, ne, auf Deutsch, ja. Und die Doc Martens. Ich weiß leider nicht, wie sie heißen, aber sie haben eine Harness. Das ist mein Outfit. Achso, die Prada Bag, ne, die darf man natürlich nicht vergessen. Die Kameratasche, um meine Necessities zu tragen. Ganz wichtig an dieser Stelle. Und ja, that's it. Was trägst du denn heute? Fangen wir auch oben an. Ich trage erstmal eine Kappe von Yannick und meine Sonnenbrille, die ich auch immer trage. Dann eine Carhartt-Jacke von Yannick und einen Celine-roten Pullover, den ich aus dem Mitarbeiter-Sale gekauft habe, erstanden habe. Dann eine Vintage-Jeans, weiße Socken und ein paar Prada-Loafer und auch meine Prada-Tasche. Schön! Partner-Look. Ja. Sehr süß. Und dein Tuch? Achso, und mein Tuch von Dior, was auch von Yannick ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Eigentlich besteht mein Kleiderschrank nur aus Yannick-Anziehsachen oder Anziehsachen, die ich irgendwo günstig erstanden habe. Perfekt, noch einmal drehen bitte. Yeah. Richtig guter Quality-Content wieder mal. Also, nice Pulli. Wenn das hinten zu wäre, wäre es halt schon cooler. Wir haben uns die Ausstellung angeschaut und sind dann nochmal zurück zu dem Mantel, zu dem Ledermantel. Und den musste ich mir jetzt, den musste ich mir einfach kaufen. Wow. Was sagst du dazu? Ja, der Mantel ist auf alle Fälle sehr cool. Ich dachte gerade, du redest mit mir. Ich habe auch mit dir geredet. Ja, aber ich dachte, du erzählst mir, was wir gemacht haben. Ich war dabei. Also 60% off war dann schon ein sehr guter Preis. Und ich meine, so einen Mantel findet man nicht zweimal im Leben. Wir gehen jetzt was essen und sehen uns dann gleich wieder. Es gibt Hummer. Lobster Roll. Lobster Roll. Geil. Wey. Wir machen es aus, gespritzt und im Kern drauf. Guten Morgen. Morgen. Einmal kurz hier einen Wettercheck. Heute trage ich Adidas Samba. Wieder die 1920er Vintage-Hose. Ne? Immer noch. Ein Lacoste-Pullover. Das Vintage-Hemd.
Also wieder wie gestern. Gestern. Nur mit dem Pulli eben. Mit ja. Dem. Ja. Und wir haben auch hier wieder die... Ja, die Bolo-Tai. Bolo-Tai ja. Am Start. Die finde ich sehr, sehr cool. Und ja, wir gehen jetzt mal was frühstücken und nehmen euch dann mal mit. Go. Nee, wir kaufen diesen Yeezy 450 für Opa, als kleine Überraschung. Ich weiß, er wird sich wahrscheinlich nicht so sehr darüber freuen, wie ich mich freue. Aber ich finde, der Schuh sieht mega gut aus. Er sah vor allem angezogen und vor allem richtig angezogen, cool aus. Guck mal, ich zeige euch das jetzt mal hier gerade. Ich bin tatsächlich überrascht, wie gut er aussieht auf den Bildern. Kann man schon machen, oder? Ja, sehr, sehr cool. Ja, und deswegen, also vielleicht sind die auch sehr bequem, dann wäre es umso besser für Opa. Aber wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um und weiter geht's. Da ist jemandem heiß. Es ist so heiß. Es ist richtig, richtig unangenehm. Einfach wie eine Sauna. Wir wollen eigentlich nur noch bezahlen, aber es dauert ein bisschen.